Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Stardew Valley. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist wieder mit ganz dabei der ganz gute Bloody, natürlich. Ich, meine Wenigkeit. Nein, es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir werden heute mal in diesem Part mal schauen. Money, money, money. Was wir am besten jetzt machen. Theoretisch haben wir jetzt einmal Tiere aufziehen, tiefer in die Mine, wie man Freunde gewinnt und Rattenproblem. Ich würde mich tatsächlich erstmal ums Tier aufziehen kümmern. Baut sich die neue Gebäude auf deinem Hof. Also, ich muss zur Schreinerin. Bau einen Hühnerstall. Okay, das machen wir doch als erstes. Wir gehen jetzt erst einmal. Natürlich machen wir das Licht hier aus. So, Licht ist aus. Nichts mehr ausgewählt. Wir haben Post. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Aber wir müssen mal gerade die Kanne holen. Einmal und dann machen wir hier gerade alles nass. Schöne Musik dabei. Unsere Vogelscheuche hält auch die ganzen Getiere fern. Ich bin sicher auf keiner Krähe getroffen. Das ist gut, das ist gut. Aber ziemlich lange zu wachsen, muss man sagen. So, die Pastinaken kann ich verkaufen, aber mir fällt gerade nicht ein, was man da machen kann. Ah, Vielleicht kriege ich dann was extra. Ja. Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schöne schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 Gold. Das lassen wir erstmal weg. Weil, naja. Wenn man schon eine geliebte Axt hat, dann sollte man sie auch bitte behalten, ja? So, die Schreinerei, das ist das Gemeinschaftszentrum, da ist der Schreinerladen. Dann machen wir uns mal auf den Weg dahin und gucken gleichzeitig, was für Materialien wir brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir dafür jede Menge Holz, was ich zufälligerweise auch besitze, aber wir gucken erstmal, was sie von uns verlangt. Kann auch sein, dass wir Nägel brauchen oder sowas, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Und das im nächsten Part. Nein. Machen wir jetzt natürlich, ne? So. Bum, bum, bum. Ich habe vor diesem Sommer viel Zeit, meinen Teleskop zu verbringen. Oh, wow. Es ist um 9 Uhr erst geöffnet, das ist aber schlecht. Das gefällt mir nicht. Gerade eben erst aufgestanden. Ich hab Cola wie sonst was und was. Ja, Durst. Aber ich werde jetzt erstmal die zwei Parts aufnehmen. Trinken zwischendurch auf jeden Fall. Nur essen halt nichts. So. Mal gucken. Warten wir gerade bis 9 Uhr ist. Und dann lassen wir mal uns ein bisschen erleuchten. Ich kann das hier, glaube ich, abholzen, ne? Baum fällt. Boom. Hey, komm, das ist uncool. Man merke sich, das nächste will in die andere Richtung holzen. Hey, was geht? Hofgebäude errichten. Ich brauche für einen Hühnerstall was zum Fick. 4000 Gold, 300 Holz, alles klar. Was kann man sonst noch kaufen hier? Ganz ehrlich, das wird verdammt lange dauern. Das heißt, ich muss erstmal jede Menge fucking Geld besorgen. 4000 Ocken, was ist da los bei denen? Hat man denen ins Hirn geschissen oder was? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen Holz farmen. Wir haben noch ein bisschen Holz, Unkraut auf unserer Farm. Ist das eine Scheiße? Was denn das?
bisschen. Mal gucken, wie viel Holz und Stein wir überhaupt haben. Wir brauchen ja beides. En masse. Ich habe noch hier Pastinakensaat tatsächlich. 28 Holz, aber 173 Steine, das ist schon mal ganz gut. Wie war das jetzt? 300 Holz und 200 Steine oder 100 Steine oder sowas? Egal, wir sammeln beides 300. Geodude. Das verkaufe ich einfach mal genau wie das hier und das hier. Verkaufen einfach mal. Ich bin echt mal gespannt, wann das Spiel mal hier auf Multiplayer kommt. Deutsch ist es ja. Es hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und sehr viele lieben es ja auch. Das ist aber schon eine Zeit lang draußen. Und ich habe mich mal informiert gehabt, weil Nintendo Switch hat das Spiel jetzt neuerdings ja auch auf. Ja. Oder kriegt das ja jetzt, ne? Und ich habe halt mal nachgefragt, wann halt ungefähr schon was bekannt ist wegen dem Multiplayer. Na, hat halt nur einer geschrieben, dass es sein kann, oder dass es wahrscheinlich für die Nintendo Switch als erstes für den Multiplayer rauskommt, aber das weiß ich nicht. Ja. Aber ich kann nichts anderes außer warten darauf, bis der Entwickler dazu was sagt. Ich bedenke, was ich noch alles brauche. Ich brauche. Ich kann ja mal in die Kommentare ablassen. Antworten drauf, auf die Frage, die jetzt kommt. Soll ich, während ich Stardew Valley spiele, alles so aufnehmen? Live? Oder soll ich tatsächlich ein bisschen Vorarbeit leisten? Ich wäre natürlich persönlich selber, wäre ich dafür. Das Ganze live dabei zu machen, also zu basteln. Allerdings kenne ich, da ich ja selber recht gerne zocke und gerne YouTube-Videos angucke, weil ich ganz genau das auch ziemlich penetrant ist, dem Spieler bei allem zuzugucken. Allerdings finde ich sowas aber auch angenehmer, weil dann sehen die Leute auch, was geschieht, was für eine Zeit die zusammen miteinander verbringen und alles Mögliche. Also ist schon angenehmer, wenn man dann alles im Grunde zusammen macht. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es gerne hättet. Dann werde ich mich mal darum kümmern, dementsprechend. Baum fällt. Sehr schön. Hier gibt es ein kleines Problem. Hat nämlich gleich keine Energie mehr. Okay, hier drin ist nichts. Okay, verkaufen wir wieder was. Ich brauche ja Geld. Deswegen verkaufe ich jetzt mal alles, was ich habe. Beziehungsweise. Warte mal. Nee, machen wir anders. Machen wir das erstmal so. Tatsächlich. Dann pflanze ich die erstmal hier irgendwo ein. Besten wäre hier. Und den tun wir dann direkt hier hin eigentlich. Ne? Das ist doch voll in Ordnung. So. Ja. Mal das ganze Holz rein. Ich habe jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Kann ich nochmal hier reingucken, was da drin ist? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Gut, dann habe ich jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Wie viel Energie habe ich noch? 21. Da durfte ich, glaube ich, nur gerade so eben einen Baum abholzen können. Ja,
Ach, gerade eben. Gerade eben. Gut. Das hat dann auch wieder so ein Kiefer. Genau. Machen wir das. Das da rein. Dann das noch dazu. Würde ich sagen, legen wir uns schon mal direkt hin. Oder warte mal. Nee, wir gehen erstmal in die Stadt rein. Die Energie sinkt ja nicht, während wir laufen. Gehen mal kurz in die Kneipe rein, holen uns was zu futtern. Nee, machen wir nicht. Wir schlafen, legen uns hin, weil ich will keine Nahrung verballern. Also werden wir uns jetzt hinlegen. Dementsprechend ist es halt scheiße, wenn wir jetzt. Ja. Ich muss halt ein bisschen früher warten. Ist ja auch nicht schlimm. 542 für den ganzen Shit. Okay. Da kann keiner die Hühner. Gut. Okay, kriegen wir jetzt ein Tier? Hallo. Ah, die Mani. Siehst du die Katze hier? Ja, was ist mit der? Will die mit mir spielen? Ich habe sie an deinen Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, sie ist ein Streuner. Ein armes kleines Ding. Ich habe gehört, du magst Katzen? Ja, mag ich. Aber wie kommst du darauf? Woher weißt du das? Er scheint ihr hier zu gefallen. Meinst du nicht, dass dein Hof einige gute Katzen gebrauchen könnte? Kann er adoptieren. Oh, Mauzi. Nennen wir sie wie in Minecraft Killer Kitty. Das kommt random würfeln. Wie geil. Komm her, Killer Kitty. Sei ein braves Kätzchen, ja? Das ist Killer Kitty, hallo. Miau. Jetzt habe ich sogar eine kleine Killer Kitty. Ist auch nicht schlecht. Hallo Bloody, morgen hält mir das Eierfest am Stadtplatz ab. Du solltest zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen. Wenn du teilnehmen willst, du willst die jährliche Eierbesuche sicher nicht verpassen. Der Bürgermeister Louis. Nee, habe ich tatsächlich nicht vor zu verpassen. Allerdings, habe ich keinen Plan, was wir machen sollen. Entschuldigung. Verdammt. Verdammt. Okay, dann werden wir es nochmal weitermachen. Ja, würdest du? Danke. Okay, solange nichts gesät wurde. Okay. Alles klar, gut zu wissen. Nur das kannst du sowieso nicht abholzen. Wie gerne ich es auch machen würde. Na, komm schon. Ich glaube, ich mache dann auch eine Ecke, wo ich dann die ganzen Bäume pflanze. Tatsächlich, das wäre natürlich die beste Idee. Hat auch so seine Vorteile dadurch. Mal gucken, wenn wir alles. Oh, ja. Mal gucken, wie wir alles gestalten werden, sobald wir ja, vom Fortschritt her soweit sind. Wir werden sehen. Da düst erstmal eine Eichel runter. Why not? Okay. Ja, dann hole ich jetzt sofort. Moment. Uno momento. Da gerade das auf Seite. Das auf Seite. Stein. Nee, warte, kommt mit. Das kommt mit. Jo. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Ups.
War vielleicht keine gute Idee, jetzt schon direkt dann dafür neu anzufangen, aber mal gucken. Also, ich meine jetzt den Tag zu beenden. Wir hätten ja gestern noch ein bisschen was erledigen können. Auch nicht so viel, tatsächlich. Aber okay. Baum fällt. Was ist denn da? Okay. Oh gut. Ah, wir haben schon 15, okay. Ach, das kann ich mal weitermachen. Für Unkraut hätten, okay. Alles klar. Machen wir das doch mal. Ein Unkraut muss oder so weg. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ein kleines bisschen, ein Stück da, was wir schon haben. Sag mal, hier kamen die Eichen hin. Naja. Machen wir das dahin. Oh. Ups. Hehehehe. Ne, doch. Oh, scheiße. Hehe, ich wusste es doch. So, jetzt ist es richtig. Gut. Legen wir mal da gerade wieder das ganze Holz rein. Steine. Die legen wir auch mal sicherheitshalber rein. Die Fasern, die verkaufe ich. Mal wie Harz wieder. Das brauche ich nicht wirklich. Steine haben jetzt so viel, 182, Holz 267. Laufen wir mal gerade zum Jaja-Markt und holen uns ein paar Samen, um diese auch einpflanzen zu können. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld. Sollte hoffentlich reichen für ein paar Samen, sage ich jetzt mal. Mal gucken. Wir werden es jetzt gleich sehen. Um den Jaja-Markt beizutreten, brauche ich 5000 Gold. Das heißt, irgendwo muss es auf jeden Fall eine dicke Geldquelle geben, von der ich noch nichts weiß. Hallo, würden Sie mich danken? Hey, Puppe. Pastinaken. Natürlich, wie lange haben wir bis Frühling? 4 Tage. Okay. Wohnen wächst 10 Tage, oder? Ja. Mal gerade gucken. Wenn ich jetzt wüsste, wie lange ich noch habe, bis zur nächsten Jahreszeit. Ich glaube tatsächlich, die Bohnen funktionieren noch. Blumenkohl, Nummer 2, Kartoffel. Ich hoffe, das reicht. Ladies and Gentlemen, und damit haben wir unsere Saat, die wir jetzt einpflanzen werden. Ob es eine Möglichkeit gibt, irgendwie aus den produzierten Gegenständen noch Samen rauszukriegen? Na gut, wir haben jetzt erstmal Bohnen, wir haben Kartoffeln und wir haben Blumenkohl. Ich glaube zwar nicht, dass wir viel Gewinn mitmachen, aber ich werde auf jeden Fall mein Geld wieder drin haben. In den meisten Fällen ist es ja von dem Preisverhältnis ja. Wenn da. Moment. Natürlich. Rennen mit dem Shit. Ich laufe gerade falsch, kann das sein? Ja. Tu ich. Fug! Da will ich doch ja nicht hin. Wap, wap, wap. Jetzt bin ich richtig. Das hat mich angewöhnen, die Sachen nicht so schnell zu zerstümmeln.
oder weg zu verkaufen, hat schon so seine Vorteile, wenn man was essen kann. Immer her mit dem guten Stoff. So, jetzt schon mal die hier die Jacke. Gut, dann kann ich jetzt gerade nicht einpflanzen. Dann mache ich hier noch eine Reihe hin. Da hauen wir dann Blumenkohl hin, so wie Kartoffeln einmal. Und hier fangen dann schon die Bohnen an. Ja, chill. Komm, das kriegen wir noch hin, oder? Was ist denn? Haben wir noch hingekriegt. Perfekt. Jetzt setzen wir noch dahin. Und voilà, schon alles erledigt. So, ich hoffe, ich kann jetzt mal den Scheiß benutzen, ohne dass ich wieder hungern muss. Natürlich, ich hätte es gedacht. Ich muss essen gehen, aber kein Geld. Das ist kacke. Man sollte Energiepunkte eher Aktionspunkte nennen. Dass wir jeden Scheiß an Aktionen Energie benötigen. Aber gut, damit würde ich sagen, war es das erstmal für diesen Part. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt ins Bett legen da. Und werde dann währenddessen mal morgen im nächsten Part die Eier, das Eierfestival, nachdem wir halt alles schön bewässert haben, mal besuchen gehen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.